Das ist eine interessante Frage. Die Antwort ist relativ einfach. Die Einladung von Mandat für dieses internationale Markenkollegium hat mir von vornherein die Möglichkeit gegeben, mit ganz vielen Leuten zusammenzutreffen, die ich alle davor nicht kannte. Das macht es nämlich spannend und das ist ein sehr illustrer Kreis von Unternehmer, Unternehmerinnen und Unternehmenslenkern. Und was ich festgestellt habe, man kann sie von Anfang an austauschen, als wenn ich schon das vierte, fünfte oder sechste Mal dabei gewesen wäre. Und das ist toll. Es waren eigentlich alle drei Vorträge, die wir dort gehört haben, vor allen Dingen die Offenheit und die Ehrlichkeit, mit denen die Unternehmer berichtet haben. Also ob das der Herr Rengli war, der auch über sein Scheitern mit seinen Modulbauweisen in einer Offenheit und einer Klarheit erzählt hat, das fand ich ganz toll. Und der Vortrag von Herrn Dr. Hettich fand ich auch ganz toll, vor allen Dingen mit Bezug auf das Thema Digitalisierung, der wir ja alle nachhecheln hier in Deutschland vor allen Dingen. Und diese Frage zu stellen, was kann man denn überhaupt wirklich digitalisieren? Das Schubladenbeispiel war für mich sensationell. Also lassen Sie ganz kurz überlegen, ja, ich würde es weiterempfehlen, überhaupt kein Thema nicht. Ich würde es tatsächlich meinen Kollegen und Kolleginnen, die ich so im Unternehmerkreis kenne, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass sagen, komm, da müssen wir schauen, dass wir dich mit reinbringen, du musst dazu passen. Wobei ich glaube, das ist überhaupt die Kunst hier, nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer zusammenzubringen oder Unternehmenslenker, sondern auch Menschen, die zusammenpassen. Ich glaube, das ist entscheidend. Ich glaube, das macht Mandat sehr viel besser, als ich es machen würde, aber ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen.